Hallo und herzlich willkommen zu einer durchwachsenen Runde. Bis zur unteren Ebene des zerstörten Turms sind wir gekommen. Der Fahrstuhl funktioniert aber immer noch nicht. Und genau das müssen wir ändern. Wie das Ding in Gang gesetzt wird? Tja, eine sehr, sehr gute Frage. Ich schau mal, ob ich die Antwort darauf finde. Fallen, Geschütze oder derartige Spielereien sehe ich jetzt nicht. Das hat aber nichts zu heißen. Ob wertvoll oder nicht? Ja, damit. Wofür der Hebel? Achso, die Tür. Na klar. Lass ruhig auf, dann zieht's durch. Auch ein paar Inkredenzien. Sagt mal, die Löcher sind doch mehr oder weniger auch sinnfrei, oder? Ich meine, gut, wer will, der darf und kann. Aber es geht ja auch so. Eine Abhandlung über die antimagischen Eigenschaften der Susurbarmblüte. Kommen wir der Sache doch schon näher. Gefällt mir. Momentchen, Momentchen. Kommen wir gleich zu. Darf ich das? Nein, darf ich nicht einstecken. Ach, sieht so schön aus. Los, jetzt gib mir Hinweise. Na hoppala. Die antimagischen Eigenschaften von Susurblüten. El de Horst. Die magischen Eigenschaften von Susurbäumen werden schon lange debattiert. Interessant ist dabei nicht nur ihre Fähigkeit, antimagische Auren zu erzeugen, die sogar gespürt werden können, wenn keine Einstimmung auf das Gewebe vorliegt, sondern auch und vor allem die Möglichkeit, aus Wurzeln, Rinde und Blüten magische Gegenstände herzustellen. Wer in der Oberwelt lebt, sollte nun hellhörig werden. In Siedlungen, bei Zugängen zum Unterreich, gibt es bisweilen Gerüchte über solche Objekte. Tatsächlich bestätigt werden konnte deren Existenz von unseren Klerikern oder anderen angesehenen Gelehrten bisher jedoch nicht. Ich habe immer gemutmaßt, dass diese Objekte mehr als nur Legenden sind. Und wirklich, in dieser Abhandlung werde ich erläutern, wie ich selbst Gegenstände mit antimagischen Eigenschaften sowie solche erzeugt habe, die die Magieabsorption von Susurblüten als Energiequelle nutzen. Auf den folgenden Seiten wurden Linien gezogen, als hätte der Autor sie noch beschreiben wollen. Doch der Rest des dünnen Buchs ist leer. Susurbaumblüten als Energiequelle. Da kann man schon mal was mit anfangen. Mit der Info. Nichts von Bedeutung. Dann zeig doch mal her. Ach gut, ja. Ach nee. Ich hab doch die ganzen Blüten ins Lager geschickt. Ja, hätte man mir das nicht mal vorher sagen können. Oder deute ich das jetzt falsch? Ich meine, brennt ja auch, oder? Den Versuch war's wert.
denke doch mal schon, da sind die Blüten gemeint. Oder vielleicht können wir auch gleich das vernehmen. Ach so, verwelkt. Dann wohl nicht. Oder doch? Verwelktes blaues Blütenblatt. Zartes, exotisches Blütenblatt in blassblau. Es duftet leicht nach Honig. Nope. Das war nicht die richtige Oktanzahl. Ja gut, schauen wir mal ein bisschen weiter. Vielleicht lassen sich ja noch ein oder zwei Exemplare hier drin auftreiben. Wenn nicht, dann heißt es zurück ins Lager und an die Truhe. Ein lustvoller Pakt. Nichts für die aktuelle Situation. Das sind dann die Bettgeschichten. Ich bin mal ganz neugierig. Wo geht's denn hier hin? Nanu? Los? Ach nee. Oh, na gut. Entschleier der Mysterien. Gedanken wahrnehmen. Ich dachte jetzt eher an den Treibstoff und die Energiequelle. Aber gut, geht auch. Störungen der Nerven und des Verstandes. Eine Abhandlung. Lag das nicht schon unten drin? Na klar, bist du wieder überladen. Wäre ja auch mal was Neues, wenn es nicht dazu kommt. Hier, Silberbarren. Hinfort. Weg, weg und weg. Nee. So rum. Und hier. Nimmst du mal bitte. Was wäre denn noch? Gewichtsmäßig ganz weit oben. Wo ist es denn? Da. Schieb ich dir mal in die Tasche. Ja, reicht dann auch schon. Ja, kann ich gleich hoch. Aber weiter nach unten kommen wir nicht. Ist also wirklich die letzte Etage. Leute, 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 wie soll ich's euch sagen? Wir müssen ins Lager. Keine Blüten gefunden? Da stehe ich jetzt mit leeren Händen da. Was denn das eigentlich? Eisiger Griff, eiskalter Griff von etwas, das wohl mal ein Stab war. Eine einzelne Schraube ragt oben heraus. Oh, das ist wieder so ein Kombinieren-Ding. Da habe ich aber noch nichts weiter von gefunden, oder? Bin ich wieder blind? Was denn? Ja. Frostiges Metall. Frostflecken bedecken das Loch unten im klobigen Eisenstück, wo es einst an irgendwas befestigt war. Ah, ha, ha, ha.
Auch wieso drei Teile? Ich hab doch nur zwei. Jo, blöd gelaufen. Dann zurück. Niemand von euch hat Redebedarf. Ach, wie schön ist das denn? Wo haben wir's? Ei, 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 wo ist es denn? Wie verwelktes Susurblütenblatt. Zartes Blütenblatt? Mehr bleibt nicht von Susurblüten, die ihrer Energie beraubt oder der Außenluft ausgesetzt wurden. Was da denn passiert? Nicht euer Ernst. Das waren doch die Dinger, die das antimagische Schutzfeld um mich erzeugt haben, oder? Bin ich blöd? Och nee. Bitte nicht. Ja klar. Energie verloren. Und damit komme ich jetzt natürlich nicht weiter, oder? Das wäre die nächste Peinlichkeit. Tragödie, könnte man schon fast sagen. Wo sind sie hin? Oh, geht doch noch. Na schön. Ach, so viele Fragen wurden gerade beantwortet. Momentchen mal. Wäre es denn möglich, dass genau das hier auch benötigt wird? Nein, wird es nicht. Nicht? Dann fehlt uns noch das Endstück. Ach, die ganzen Feuerschalen sind an. Die Wächter wären damit jetzt auch deaktiviert worden. Nicht, dass ich es nötig hätte, aber nur so als Info am Rande. Was ist hier denn schon wieder los? Lasst mich mal hoch. Und das Wichtigste. Wir dürfen den Fahrstuhl nutzen. Alle Mann herein und angeschnallt. Da waren wir schon. Das wäre die Ebene. Ja, genau, mit den Geschützen und dem Eingang. Brauchen wir uns auch nicht mehr umzusehen. Das ist neu. Leute, wir müssen raus. Wisst ihr was? Ich laufe hier jedes Mal durch die Dunkelheit.
machen wir heute mal eine Fackel an. Geräusche? Wer wie was? Ach, Lissel. Speak. Keine Lust, mit dir jetzt ein Gespräch anzufangen. Herausgerissenes Papier. Die Schrift auf diesem abgerissenen Papierstück ist zittrig, tränenverschmiert und kaum lesbar. Die Stille zieht sich. Ich bin ganz alleine. Darf ich bitte eure Hände halten? Nur kurz. Von mir aus? Ich habe nichts dagegen. Die sorgsame Kunst der Tier-Su-Chiffren. Oh, was ist denn hier los? Eine gravierte Gityanki-Scheibe mit einem komplexen Codierschlüssel, mit dem uralte Git-Dialekte entziffert werden können. Ein hilfreicher Fund, falls du einmal auf alte Schriften stoßen solltest. Durchaus, durchaus. Sieht man nicht aller Tage? Eine Frage? Hier war doch auch noch was. Briefe aus Kerzenburg? Amaps Memoiren? Das sagt mir jetzt nichts. Mein Leben ist eine lange Folge der Freuden. Zu sehen, wie meine Stadt meine Ideen übernimmt und die rechtliche Diskriminierung der einheimischen Orks beendet. Zu sehen, wie mein Kampf gegen die grauenhaften Lebensbedingungen in städtischen Fabriken Fahrt aufnimmt. Miterleben zu dürfen, wie eine neue Generation diese Ideen einer besseren, gütigeren, gerechteren, intelligenteren Welt aufnimmt und in einen neuen Winkel des Kontinents trägt. Es war jedoch kein Leben ohne Kampf und ich werde die Misserfolge ewig bereuen. Meine alte Freundin Sueldo kommt mir da in den Sinn, die im Alter solch grausame Ideologien übernommen hat. Ich werde mich ewiglich damit trösten, dass ein solch genialer Verstand solche Theorien nur unter der Last der Verbannung und in der Aussicht auf Rehabilitierung entwickeln könnte. Und rehabilitiert wurde sie letztlich ja. Wenn er das sagt, da wird's schon stimmen. Überlieferungen aus Verun, Git und Gedankenschinder. Noch eine gravierte Gityanki-Scheibe. The disc appears in your mind's eye. Lazelle sees it too and considers the vision. Tissu markings. Ancient. I recognize them, but I can't make sense. No. Wait. The texts are enciphered, but I've solved the pattern. It's a story. About Orpheus. Your head buzzes in concert with Lazelle's, but it hardly matters. Even without the connection, you'd recognize her discomfort. Na, was ein Zufall, dass wir gerade den Schlüssel gefunden haben, um das zu dekodieren. Tirsu, sagtest du? Was bedeutet das? Githyanki writing. Every word a wheel. Every letter is spoke. The most powerful texts are engraved in slate.
Some so ancient, only the most erudite Gish can read them. Und ab jetzt auch wir, denke ich. Wer ist dieser Orpheus? A traitor. A dead one. This text is heresy. I can hardly bear to read it, let alone speak it. Brauchst du nicht? Dann schau ich's mir an. Das schaffst du schon. Komm, sag mir jetzt. Sag mir jetzt, was da drin steht. Very well. I will read it to you. The Prince of the Comet, Part 1. So it was that we were free from Geich shackles and turned our blades on each other. The heavens were shattered, and one great empire was divided in two. Gith traveled to the Hells to broker help for her people, her cause. Vlakith would have you believe Mother Gith proclaimed her our queen. Lies. Gith made no such proclamation. Vlakith seized the empire against the mother's wishes. But Gith had nurtured a son, Orpheus, Prince of the Comet, the true heir. He knew Vlakith's treachery. Orpheus rallied Gith's honor guard and declared the throne for himself. Disregard this drivel. Gith declared Vlakith queen of the empire and her own son defied her. Orpheus would have ceded control to the Geich. Da war der Finger wieder zu schnell. Egal. Und wenn sie wahr ist, es klingt, als hätte Vlakith Gith verraten und sich den Thron angeeignet. She did nothing of the sort. Thank your good fortunes, I'm a tolerant woman, or I'd have sliced off a few toes for suggesting it. Ich wollte das ja nur mal in den Raum stellen. Nimm's doch nicht gleich persönlich. Gelobet sei Mutter Gith, Königin des einen Himmels. So kam es, dass wir frei von den Fesseln der Geig waren und unsere Klingen gegeneinander richteten. Die Himmel erzitterten und ein großes Reich wurde in zwei Hälften geteilt. Gith reiste in die Höllen, um für ihr Volk, für ihre Sache, um Hilfe zu bitten. Vlakith wollte alle glauben lassen, dass Mutter Gith sie zu unserer Königin ernannt hätte. Lügen! Vlakith opferte die große Mutter an Tiamat als Preis für die Drachen, die unsere Khedragi nun reiten. Aber Gith hatte einen Sohn großgezogen, Orpheus, Prinz des Kometen, den wahren Erben. Er wusste von Vlakiths Verrat und vom Opfer seiner Mutter. Er versammelte Giths Ehrengarde um sich und erhob selbst Anspruch auf den Thron. Der Krieg des Kometen hatte begonnen. Ja, so ungefähr haben wir es ja gerade schon gehört. Such a strange disc. Are these Gith Yankee markings? Lazel might know. Ach, was du nur wieder laberst. Das haben wir doch schon längst hinter uns gebracht. Die Wege in die Finsternis. Die Straßen zur Finsternis. Eine epische Tragödie über Macht, Korruption und Einsamkeit. Prolog. Eine einsame Straße. Ein neuer Laut halt in der Dunkelheit. Lauert dort Feind in abscheulicher Wut? Oder seid ihr Freund, ein Retter aus der Einsamkeit? Kommt aus Liebe zu mir, nicht aus Gier zum Blut. Wie soll ich das wissen? Wie soll ich das wissen, Soret? Zu viel Zeit ist vergangen. Was weiß ich über euch? Und ihr über mich? Wartet, habt ihr das Geräusch vernommen?
Was ist das? Diese beiden Gestalten erscheinen mir vertraut. Und doch sind sie fremd. Es ist Amphius. Liebster Amphius, was geschah mit eurem Gesicht? Es scheint blass wie der Tod. Und eure Augen funkeln schwarz wie Schar. Und ihr? Ich habe eure Zähne blitzen sehen, scharf wie Klingen. Und diese Straße, rot von Blut? Was ist hier vorgefallen? Was ist mit uns geschehen? Erster Akt, 10 Jahre früher. Der Rest des Theaterstücks erzählt die Geschichte von 3 Elfenfreunden, von ihrem Weg zur Macht und wie sie sich verdorben, verrückt und einsam gegenseitig umbrachten. Ach, na schön. Das auch noch. Handgeschriebener Brief. Hier liegt aber wieder viel rum. Nicht doch. Liebste Lenore, ich weiß nicht, ob ich es schreiben soll, aber euer letzter Brief hat mir große Sorgen bereitet. Warum bei allen Höllen solltest du einen Landheit zähmen? Nur weil ihr eine bei Myrnas Grab gefunden habt, ist das noch lange kein Zeichen. Ich mache mir wirklich große Sorgen um euch, Lenore. Ein Landhai ist kein harmloses Haustier. Ihn als Wachtier zu nutzen, ist die eine Sache. Aber ihr scheint von ihm sehr angetan zu sein. Ich weiß, dass ihr nicht zurückkommen wollt, ehe ihr eure Forschung abgeschlossen habt. Aber wenn ihr euch allein fühlt, steht euch meine Tür stets offen. In Liebe, Amarit. P.S. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr den Herbstkrokus an Myrnas Grab gepflanzt habt. Ich weiß noch, wie sie gern darin herumgerollt ist, obwohl sie danach immer niesen musste. Sie war so ein lieber, treuer Hund. Ich wünschte, ich könnte noch mehr tun. Das wünschte ich mir auch. Manchmal, nicht nur manchmal, eigentlich sehr oft. Och, nochmal fliegen. An die Programmierer. Sind wir doch gleich einmal drumherum? Oh. Oh. Ein Knopf? Was tut er? Was kann er? Was macht er? Wait, why did that strange dog collar just vibrate? Ich doch nicht. Hundehalsband? Nur gut, dass ich's aufgehoben hab. Schlecht, dass ich nicht weiß, wo's ist. Da. Clever. Food is dispensed for anyone wearing this collar. Na toll. Ein rohes Steak. Na lecker. Gut. War für den Hund gedacht, nicht für mich.
aber soll's. Was hat noch was? Only one serving for me, I guess. Schlecht, schlecht, schlecht. Freund des Magiers, Arkane Kunde plus eins, Religion plus eins. Der gute Gale wird sich freuen. Könnte ich ja auch mal langsam wieder mitnehmen. Tyrell, and whatever lies beyond the stars. Das wüsste ich gern. I spy with my little eye. Yeah. Nothing of note, really. Das entscheidest nicht du. Das entscheide ich. Aber ja, da muss ich zustimmen. Gut. Dann könnten wir nach oben. Habe ich das vergessen? Nicht doch. Auf ins Graue. Aus Barakuir, bestimmt zum Regieren, doch böses Tentakel uns quält, will uns verwirren, verführen. Den Grauen gehört diese Welt. Orendol stahl alles aus unserer Hand, doch lehrte, wie Waffen man hält. Schmiedet zu Eisen euren Verstand, den Grauen gehört diese Welt. Holt zurück, was uns gestohlen, zerstört, was euch nicht gefällt. Der Ausgestoßene hat's uns befohlen, den Grauen gehört diese Welt. Tauscht Herz gegen Willen aus Stahl und schindet, bis ein Schmerzensschrei gellt. Kündet allen von unserem Fall, denn grau, nur grau, ist unsere Welt. Ach, schöne Worte zum Abschluss. Denn dazu müssen wir jetzt kommen. So ungern ich das auch tue. Aber um die restlichen Etagen, die da noch kommen, können wir uns beim nächsten Mal auch noch kümmern. Nun denn, dann sage ich für heute, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.